Februar 2009. Vier Abfangjäger der Bundeswehr, Typ Eurofighter, starten zu einem Auslandseinsatz. Das Ziel ist Yelahanka in Indien, 8200 Kilometer entfernt. Für die Mission gibt es kein Bundestagsmandat. Zur gleichen Zeit hebt auch ein Airbus der Luftwaffe ab. Er transportiert zusätzliches Personal nach Indien, über 70 Soldaten. Dazu bringt ein Transportflugzeug, eine Antonov 124, über 100 Tonnen Ausrüstung zum Einsatzort. Auf ihrem langen Flug werden die Eurofighter in der Luft mit Treibstoff versorgt. Dafür kommen die neuen Tankflugzeuge der Luftwaffe zum Einsatz. Ein Eurofighter fällt unterwegs aus, doch drei Bundeswehrjets und die Begleitmaschinen erreichen den Einsatzort. Das Ziel ist kein Krisengebiet, sondern eine Rüstungsmesse, die Aero India. Hier geht es um Milliardengeschäfte. Der Hersteller des Eurofighters EADS möchte Indien 126 seiner Kampfflugzeuge verkaufen. Da trifft es sich gut, dass die Bundeswehr welche mitgebracht hat. Die Bundeswehr im Einsatz für einen Rüstungskonzern. Die Luftwaffe bestätigt es Anfang Februar per Pressemitteilung. Der Eurofighter wird im Rahmen der deutschen Beteiligung an einer indischen Ausschreibung für ein neues Kampfflugzeug präsentiert. Dafür verleiht die Bundeswehr den Eurofighter an EADS. Ein Testpilot des Konzerns zeigt den indischen Interessenten, was die Maschine so alles kann. Erst auf Nachfrage von Frontal 21 nennt das Verteidigungsministerium jedoch lieber militärische Gründe für den Indienflug. Zitat: Die Luftwaffe hat damit ihre weltweite strategische Verlegefähigkeit unter Beweis gestellt und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse für künftige Verlegungen gesammelt. Ein Messebesuch als Ausbildung oder doch eine militärisch fragwürdige Weltreise zu Werbezwecken? Der Indien-Einsatz war teuer. Wir rechnen mit den Zahlen der Bundeswehr. Die schätzt die Kosten jeder Flugstunde mit dem Eurofighter auf 40.000 Euro. Das macht für 96 Flugstunden nach Indien 3,8 Millionen Euro. Die Tankflugzeuge mindestens 350.000 Euro. Der Antonov-Frachter mehr als 400.000 Euro. Der Airbus mit den Soldaten rund 350.000 Euro. Die Zusatzkosten für die Unterbringung und Verpflegung 600.000 Euro. Zusammen über 5,5 Millionen Euro. Das Verteidigungsministerium verteidigt sich. Die Flugvorführung in Indien werde man EADS in Rechnung stellen. Doch das wären nur zwei von 96 Eurofighter-Flugstunden, ganze 80.000 Euro bei 5,5 Millionen Gesamtkosten. Für EADS ein Schnäppchen, nicht aber für den Steuerzahler. Auch in Österreich setzt sich die Bundeswehr für den Rüstungskonzern ein. Das österreichische Parlament hatte versucht, den Kauf von Eurofightern rückgängig zu machen, da EADS nicht rechtzeitig liefern konnte. Die Bundeswehr tat alles, um das Geschäft noch zu retten, behaupten Parlamentarier. Die Bundeswehr ist in Österreich aufgetreten wie ein Eurofighter-Vertreter. Die wollten alles tun, damit hier die Flugzeuge gekauft werden. Die haben gesagt, wir bilden euch die Piloten aus, wir erklären euch die Technik, wir schulen euch. Wenn ihr gebrauchte Flugzeuge braucht, ihr könnt die Flugzeuge der Bundeswehr haben. Wir hatten den Eindruck, dass die Bundeswehr eigentlich ein einziges Verkaufs- und Werbeunternehmen für EADS und Eurofighter ist. So überließ die Bundeswehr EADS 11 gebrauchte Eurofighter, damit Österreich schnell beliefert wurde. Österreich sah sich ausgetrickst, im Kaufvertrag gefangen. Ich habe ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich kein Freund dieses Beschaffungsvorganges war. Wir konnten aus dem Vertrag allerdings nicht mehr heraus. Intern gibt sich das deutsche Verteidigungsministerium recht stolz auf das gelungene Manöver. Zitat: Damit sollte verhindert werden, dass Österreich ein vertraglich vereinbartes Rücktrittsrecht ausübt. Der Erfolg oder Nichterfolg des Exportvorhabens wird international als Indikator gesehen werden, ob Deutschland willens und in der Lage ist, derartig komplexe Exportvorhaben effektiv zu unterstützen.
Leider konnte sich die Bundeswehr nicht lange freuen. Bis Anfang 2009 sollte sie neue, modernere Eurofighter als Ersatz für die 11 Maschinen bekommen, die Österreich erhalten hatte. Doch bis heute sind erst 3 geliefert und die sind noch nicht mal voll einsatzfähig. Auch Kroatien ist ein möglicher EADS-Kunde. Und so fliegt die Luftwaffe im Mai 2009 einen präventiven Werbeangriff auf Zagreb mit einem Eurofighter. Ziel, eine Weißwurstparty des deutschen Botschafters. Zweck, wie es heißt, ein symbolisch freundschaftlicher Besuch. Dabei übergibt der Pilot des Eurofighters 2 Tuben bayerischen Senf. Kosten dieses würzigen Auslandseinsatzes rund 60.000 Euro, bezahlt aus dem Bundeshaushalt.